Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder was ganz Tolles, was wir gemeinsam basteln werden. Und zwar eine Herzblume. Das ist diese hier. Auf so einem Holzstäbchen habe ich hier eine Blume, die man öffnen kann. Also ist im Moment jetzt noch ein Herz. Aber das kann man öffnen mit einer geheimen Botschaft drin. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich das gebastelt habe, dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn das zeige ich euch jetzt. Als erstes benötigen wir ein A4-Blatt. Das habe ich jetzt hier schon zurechtgeschnitten und zwar 21 mal 21 cm hat das jetzt hier an Maße. Dann nehmen wir das einmal und falten es als erstes hier diagonal. Erst in die Richtung und anschließend in die andere Richtung. Klappen wir auf, jetzt die andere Richtung. Jetzt klappen wir es wieder auf. Einmal von unten nach oben zur Hälfte nehmen. Und jetzt die andere Seite. Jetzt sieht es so aus. Jetzt gehen wir hier nochmal durch und nehmen das jetzt hier einmal. Knicken die eine Seite hier ein und auch die andere, sodass wir jetzt hier ein Viereck rausbekommen. So sieht es jetzt von oben aus und so von unten. Wir nehmen das Ganze jetzt einmal so rum, sodass hier jetzt die offenen Blätter sind. Und ich habe jetzt hier noch ein zweites einmal vorbereitet mit den gleichen Maßen. Und da werde ich jetzt die Schablone einmal anfertigen. Das nehme ich jetzt hier an der Falzlinie zur Hälfte, sodass es ein Dreieck ist. Und jetzt zeichne ich eine Hälfte vom Herz schon mal vor. Das soll jetzt die Schablone sein. Dann schneiden wir uns das einmal aus. So, jetzt klappen wir es einmal auf und da haben wir das Herz und können es gleich hier auflegen und als Schablone verwenden. Das schneiden wir jetzt auch einmal aus. Jetzt können wir es einmal aufklappen. Da haben wir es auch schon, eine wunderschöne Blume in Herzform, wenn wir es dann einmal wieder zusammenklappen. Jetzt nehmen wir wieder unsere Schablone und zeichnen hier ein bisschen kleineres Herz heraus, sodass wir dann hier so einen Rand haben. Und so circa 1 cm ungefähr. Das schneiden wir jetzt auch aus.
So, dann nehmen wir uns ein Musterpapier. Ich habe jetzt hier dieses wunderschöne Musterpapier. Habe ich übrigens aus diesem Block. Und klappen wir einmal auf das Herz und drehen es einmal um. Jetzt müssen wir hier insgesamt 4 Herzen aufmalen und ausschneiden. Das weiße Herz ist jetzt hier also unsere Schablone. Jetzt zeichnen wir einfach hier einmal herum und machen das Ganze, wie gesagt, 4-mal. Jetzt können wir gleich hier gegenüber das zweite einmal aufzeichnen. So, schaut mal, das habe ich jetzt hier 4-mal ausgeschnitten. Das ist ein wirklich wunderschönes Musterpapier. Und das werde ich jetzt hier außen aufkleben. Und da ist dann auch ein Rand, denn wir haben es ja etwas kleiner jetzt geschnitten, das Herz. Das ist ein kleiner Rand dann zu sehen außenrum. Das bitte immer mit beachten. Hier einmal vorn drauf, drehen wir um, auf die Rückseite kommt jetzt auch eins. Jetzt klappen wir das Herz einmal auf, dann können wir es besser sehen. Hier fehlen uns noch 2 und die werden wir ebenfalls bekleben. Das letzte. Nochmal leicht andrücken und schon haben wir die Außenseite hier einmal fertig. Müssen wir es wieder falzen. Jetzt gehen wir hier, weil das ist ja noch nicht gefalzt, ganz vorsichtig vor, nehmen uns nochmal das Falzbein und jetzt wird nämlich das Musterpapier nochmal gefalzt in der Mitte. Gehen wir hier einfach nochmal drüber. Wenn wir es jetzt hier aufklappen, sehen wir es dann auch schon. Die beiden Herzen sind jetzt hier in der Mitte einmal gefalzt. So. Jetzt nehmen wir die Innenseite. Da haben wir jetzt wieder unsere Schablone und werden jetzt auch 4 Herzen einmal aufzeichnen und ausschneiden. Jetzt habe ich hier 4 verschiedene Farben ausgesucht. Auf jedes dieser Farben werde ich jetzt die Schablone hier einmal anlegen und aufzeichnen. Anschließend ausschneiden und wieder mittig aufkleben. So habe ich es mir schon mal angelegt und so werde ich es hier auch einmal aufkleben.
Und das letzte Herz ist an der Reihe. Drehen. So. Jetzt nochmal falzen. Einmal rübergehen. Aufklappen. Jetzt haben wir auch die beiden gefalzt. Ja, also zwei sind immer nicht gefalzt hier in der Mitte. Und zwei Seiten sind gefalzt. Da müsst ihr immer drauf achten. Gerade wenn er gerade hier ist auch nicht schlecht. Gerade wenn ihr das einmal beklebt habt. Ja, mit dem Musterpapier. So, dem Kleber geben wir jetzt ein bisschen noch Zeit. Und dann geht's weiter. Ich habe mir jetzt hier meine Schablone ein bisschen kleiner geschnitten, genau passend, um hier auf diesem Pergamentpapier diesen Spruch hier, You're so lovely, passend genau aufzuzeichnen und jetzt auszuschneiden. Dann können wir das hier so mittig einmal aufkleben. Ihr könnt das auch bestempeln, wie ihr möchtet. Ich gebe jetzt hier drunter ganz bisschen Kleber. Bei so einem Pergamentpapier, was man durchsieht, muss man gut aufpassen, dass man nicht die Klebestellen dann anschließend auch durchsieht. Das wäre natürlich ärgerlich. Ich habe jetzt hier Gelstifte rausgesucht und werde jetzt pro Herz eine Farbe nehmen und werde hier Striche, Linien außen herum zeichnen. Die haben jetzt hier auch so einen ganz tollen Glitzereffekt mit drin, die Gelstifte. Ich finde die ganz toll. Das hebt das Herz noch mal ein bisschen hervor. Komplett bin ich jetzt einmal rum. Hier unten habt ihr jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel ein Foto drauf zu kleben. Das mache ich jetzt hier deutlich, indem ich ein Fotoapparat drauf gestempelt habe. Denn auf diese beiden Seiten empfehle ich euch das jetzt nicht zu machen, weil das ja hier geknickt ist nachher. Und dann würde euer Foto hier in der Mitte dann auch einmal knicken. Oder ihr habt hier vielleicht eine Hälfte, die ihr aufklebt und hier eine Hälfte, dann wäre es natürlich auch möglich. Hier könnt ihr jetzt irgendwas draufschreiben noch und hier oben fällt mir gerade ein, könnten wir das auch nochmal mit den Strichelinien machen. Hier einmal auf diesem Papier, auf dem Pergamentpapier. Habe ich hier noch so einen süßen Herzstempel. Den können wir ja auch noch auf die restlichen beiden Herzen draufstempeln. Schön gucken, dass es auch mittig ist und einmal draufdrücken. So, wunderschön. Einmal drehen. Jetzt mal gucken, ob ich noch hellblau habe. Da habe ich einmal hellblau. Das gleiche jetzt also nochmal in hellblau. Wieder schön in die Mitte.
Prima. Das hätten wir jetzt auch. Das ist schon mal fertig und kann zur Seite gepackt werden und ganz in Ruhe trocknen. Jetzt braucht ihr hier so ein Holzstäbchen oder nehmt einen Strohhalm. Und den werde ich jetzt hier einmal einfärben mit dem Stift, so dass er dann grün wird. Das ist jetzt der Stiel dann unserer Blume. Könnt auch Tuschfarbe nehmen oder halt einen Strohhalm, der vielleicht schon gleich grün ist. Dann könnt ihr euch diesen Schritt zum Beispiel hier ersparen, ein bisschen Zeit einsparen. Hier ist jetzt mein Holzstab, den ich jetzt eingefärbt habe in Farbe Grün. Jetzt habe ich hier noch so einen weißen Streifen Blatt Papier. Den nehme ich jetzt hier einmal zur Hälfte und da wollen wir jetzt ein Blatt drauf malen als Schablone. Je nachdem, wie groß ihr das dann haben möchtet, werde ich jetzt hier einmal ein Blatt aufzeichnen. Kurz ranhalten von der Größe. Ist in Ordnung. Das einmal ausschneiden. Und wenn man das dann nachher aufklappt, hier das Stäbchen dazwischen nimmt, kann man es so zusammenkleben. Und das möchte ich jetzt aber noch auf grünem Papier einmal draufzeichnen. Wie gesagt, das ist die Schablone dazu. Und hier machen wir das Gleiche jetzt auch nochmal. Gucken wir mal bis dorthin. Müssen wir das falzen. So, legen wir das hier an. Und Moment, darunter habe ich ja schon was ausgestanzt. Seht ihr, wenn ich jetzt das hier aufgezeichnet hätte, hätte ich bei dem zweiten Blatt jetzt hier ein Stück vom Herz. Also hier unten muss ich es natürlich aufzeichnen. Wäre jetzt fast schief gegangen. So, hier können wir es jetzt aufzeichnen. Und haben es dann gleich zweimal. Dann ausschneiden. So. Die andere Richtung falzen, dann haben wir den Bleistift da nicht so zu sehen. Jetzt brauchen wir unseren Kleber. Ich nehme jetzt hier die Spitze nach unten, die ich hier habe. Denn die Blume kann man auch wunderbar dazu nehmen, zum Beispiel das in einen Blumentopf zu stecken. Als Geschenk mit dazu. Und bitte beachtet, hier oben so ein bisschen Platz zu lassen, weil wir ja nachher noch die Blumen mit dran kleben. Also nicht zu weit oben ankleben das Blatt. So ungefähr reicht es genau. Jetzt einmal schön ankleben. Nehmen wir uns das zweite zur Hand. Das soll jetzt auf die andere Seite schauen. Werde ich auch nicht zu tief machen, falls man es wirklich in einen Blumentopf stecken möchte, dass die Blätter nicht zu weit unten sind. Also nicht zu weit oben ankleben und nicht zu weit unten ankleben. Müsst ihr euch merken. So. Kleber jetzt wieder trocknen lassen, ist immer wichtig zwischendurch. Jetzt habe ich hier so einen schönen Gelstift mit Glitzer in Farbe Grün
um die Blätter so ein bisschen kenntlich zu machen. Da werde ich jetzt hier auch wieder in Strichelinien einmal hier herumzeichnen. Und das Blatt werde ich jetzt noch so ein bisschen deutlicher machen, indem ich jetzt hier in der Mitte noch ein Muster mache. So. Und bei dem zweiten das Gleiche. Was. Der Kleber muss noch ein kleines bisschen trocknen bei mir. Hier habe ich jetzt die Blume. Die können wir jetzt wieder einmal zusammenfalten. Müsst ihr schauen, welche Seite ihr oben haben möchtet. Entweder diese hier mit dem Foto oder aber mit dem Spruch hier. Jetzt so rum ankleben, und zwar gebe ich jetzt hier aufs Stäbchen hier oben ein bisschen Kleber und klebe es an. Ihr könnt aber auch zum Beispiel ein Washi-Tape nehmen und es dann hier auf die Rückseite ankleben, wie ihr möchtet, oder aber hier eine Seite noch nicht ankleben am Anfang, sondern dann jetzt hier mit dem Stab und den dazwischen ankleben. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die ihr jetzt hier anwenden könnt und eine davon auswählen. Ich werde jetzt, wie gesagt, die Variante wählen, dass ich hier auf den Holzstab jetzt Kleber drauf gebe. Und dann, ich muss noch mal gucken, die Seite möchte ich oben haben, das jetzt hier anklebe. Und gut festdrücken, denn das muss jetzt wirklich bombenfest kleben, nicht dass der Holzstab gleich wieder abgeht. Zum Schluss könnt ihr jetzt noch, wenn ihr möchtet, ein Schleifenband nehmen und das dann hier einmal zubinden. Und zwar nehme ich das jetzt hier einmal so schräg auf und mache hier ein Schleifchen. So, da haben wir es einmal, das Schleifchen. Hier noch einmal kürzen auf die gewünschte Länge. So, bei mir ist jetzt alles getrocknet. Ich drehe es mal um. So sieht es jetzt von hinten aus. Und meine Herzblume ist jetzt auch schon fertig. Wenn man es dann öffnet, sieht man die geheime Botschaft. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet. Ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt gesund. Dann bis zum nächsten Mal bei meiner Bastelwelt. Tschüss!